So, guten Tag, Leute. Ich habe vom Vorstand mal wieder eine Mail bekommen. So, Christoph Schindler. Schwerwiegendes Vertragsproblem. Leider haben wir heute schlechte Nachrichten. Der Berater von Christoph Schindler hat uns mitgeteilt, dass sein Klient auf keinen Fall einen neuen Vertrag bei uns unterschreiben wird. Er möchte sich alle Optionen offen halten und vielleicht in naher Zukunft den Verein wechseln. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Der Vorstand. Ja, das weiß ich. Aber wenn der nicht unterschreiben will, selber schuld. 1860 lässt sich Zeit mit Siegtor, aber wir haben 1:0 gewonnen. Jetzt sind wir eh schon abartig weit vorne. 18 Punkte. 18 verschissene Punkte. Haben wir kein einziges Spiel verloren. Das ist krank. So. Was? Plus 4. Eieiei. Du bist auch immer schlechter. Nico baut ab. Auf Rata wird auch besser. Er wird schlechter. Er ist gleich geblieben. Na super. So, minus 3. Wow. Was bist du? Zentrales Mittelfeld. Also, unsere Spieler werden schon langsam besser. Sehe ich gern. So, nicht Mannschaftsbericht, Teammanagement. Kader. So. Bias Schulz, 56, zentrales Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld. So. Wechselt man mal so. Bin ich gespannt. So. Dann können wir auch schon wieder weiter. Mal so kleine Umstellungen, wieder ein paar. Ach nö. Medizinische Abteilung hat ja okay für Markus gegeben. Und kann wieder am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Das ist super. So. Aber er muss sich erstmal ausruhen. Nicht, dass er gleich wieder verletzt ist. Das kann ich mir jetzt nicht unbedingt leisten. So, Geschäftsführer, Bericht von der Jugendmannschaft. Ist ja toll. So, dem sein Potenzial ist einfach genial. Da warte ich nur förmlich drauf, dass er das endlich machen kann. Oh, der hat auch ein gutes Potenzial. Ist auch auf einem guten Weg, wie man sieht momentan. Hat eigentlich schon einen guten Durchschnitt. Du bist jetzt eigentlich nicht so gut. Ja, ist vertretbar. So, Scouting-Bericht. So, dann gucken wir mal durch. Dich gucke ich mal schon 6 Monate lang an. Nee. 84. Du hast ja 2 komische Positionen. Rechtes Mittelfeld oder links in der Verteidigung. Urkomisch. Aber sein Potenzial ist gut. Spieler verpflichten. Okay. So. Gehen wir mal durch nochmal. Oh, noch einen gefunden. Aber 91 kriegt er. Bis jetzt wissen wir noch gar nichts über ihn. Scoute ihn noch ein bisschen. Boah, dem sein Potenzial ist jetzt nicht so übel, aber irgendwie. Achso, er ist Torwart. Nee, brauche ich nicht noch einen. Noch ein Torwart. Alter, ist Deutschland eine Nation der Torwartspieler? So. So, wie ist die Steigerungsform von Torwart? Torwerte. So. Hallo Trainer, die bevorstehende Partie ist ja wirklich wichtig für uns. Deshalb bin ich in der Meinung, dass es besser wäre, wenn ich anstelle von Nico spielen würde. Ich hoffe, Sie stimmen mir dazu.
Ich habe momentan viel Spaß am Fußball und ich habe gut gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt, dass ich derzeit nur für... Oh, Steinhardt, stimmt ja. Wollte ich ja auch noch. Mei. Ja, weil Valori wieder drin ist. Steinhardt. So. Perfekt. Valori werde ich verkaufen zum Ende der Saison. Markus, soll ich dich wirklich... Du bist noch krank, Junge. Aber du kommst mal für ihn rein. Also, wenn Not am Mann ist, kommst du. Nächste Partie, spielen. Ich will nicht, dass du gleich wieder verletzt bist. Musst du verstehen. Ich will dem irgendwie eine Begründung geben. Dass man das auch... Wieso, dass ich das so mache? So, aufwärmen bitte. Ach nö. Wieder in die Tonne. Na, komme ich jetzt wieder hin. Alter, ich will doch nur in die Tonne. Ich check's nicht. Zwischendurch. Alter. Ich drehe am Rad. Die scheiß Tonnen hier. Das gibt es nicht. Na, probieren wir es nochmal. Leck mich. Dann halt nicht. So, weiter. Weiter im Terminkalender. So, 60 mit einem Anstoß. Ein paar Änderungen haben wir wieder vorgenommen im Kader. Haben wir wieder im Jungspieler ein bisschen, ja, die Chance gegeben, sich zu brillieren. Haben wir ja doch einen Haufen guter Jungspieler mittlerweile gefunden. Also, das setze ich gern auf Jugend. So, abseits, oder? Wir wollen hier gewinnen und das definitiv. So, schön abgeluchst den Ball. So, 60 wieder im Vormarsch. Dachte ich jetzt kurz. War aber nichts. Außer Spesen nichts gewesen, würde ich mal so sagen. Eieiei. Und wie spielt man überhaupt? Gegen Union Berlin. Ah, die Berliner stehen einfach gut. So. Aber das sage ich momentan über jede Mannschaft, weil ich irgendwie nicht durchkomme. Ah, da. Ich drehe durch. So. Wir wollen hier den Sieg mal wieder. Aber irgendwie... lässt uns das Spiel nicht mehr. Ich glaube, das Spiel bremst uns jetzt ein bisschen ein. Wenn ich wirklich jedes Spiel gewinnen. Aber wir versuchen unser Bestes. Oh, der neue Schulz. Der geht gleich mal hier durch. Wunderschön. Hafler bringt die Ecke rein. Kopfball. Nee, doch nicht. Oh. Schindler hat es probiert. Gleich wieder eine Ecke rausgeschunden. Schindler hat rausgeschunden. Ist auch schön. So, der Ball ist noch heiß. So, jetzt nur eine Lücke finden und abziehen. Im richtigen Moment. Leider findet man da gerade nichts. Einwurf 60 würde... Wow, ja, den noch erwischt. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Sonst wollte ich nicht gerade Einwurf 60 sagen. Aber die kämpfen um jeden Ball, die Berliner. Kämpfen sind sie stark. So. Da geht es auch durch und durch.
So, schaffen wir es jetzt? Nee. Berlin vorm Tor. So, der Keeper hat ihn aber fest in der Hand. So, da wollte auch ein bisschen mitspielen, der Torwart. Da war auch mal. So ist nicht. So, der Schulz. Das ist ein sehr guter Spieler, um ehrlich zu sein. Der wird noch groß, vor allem wenn man spielen lassen. Deswegen lasst man da auch spielen, dass aus ihm ein großer Spieler werden kann. So, schön ausgetrickst. Der ist wirklich gut. Er spielt sich wie ein erfahrener Spieler von mir. Bis auf das, dass ihm schnell die Puste ausgeht. Aber er hat halt einfach noch nicht den Trainingsstand. Aber das kommt auch noch. Ja, laut mit 26 Toren Liga Spitze. Das ist natürlich eine schöne Information. Also der dürfte Torschütze werden des Jahres. Und Tor, da macht er gleich nochmal eins. Bastian Laut, Benjamin Laut macht eins. Ach, da bin ich ja schon wieder auf der falschen Baustelle. Aber der Spieler hat sich ausgezahlt, dass ich den letztes Jahr mir geholt habe. So, 33 Minuten sind um. 60 jetzt sehr gut unterwegs. Jetzt mit mehr Elan noch. Weil, ja doch. So, Schulz zieht ab. Aber ohne Erfolg. Ich glaube schon, dass Schulz war. Der läuft hier im Mittelfeld mit einer blonden Mähne rum. Also ich kann mir den schon ein bisschen merken. Nee, ja doch. War er sogar. So, er läuft sich schön frei. So wie ich es will. Das ist ja genial. Der hat echt Potenzial, der Junge. Nicht nur auf Rata, sondern auch er haben eine rosige Zukunft sicherlich bei 60. Aber da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. So, weiter geht's. 60 immer noch auf dem Vormarsch. So, was machen wir nun? So, Berlin ist jetzt auf dem Weg zu unserem Tor. Aber nicht weit. Die Löwen beißen sich mal wieder durch. Schön gespielt. Schön durchgepasst. Aber der Ball hat mal wieder den Empfänger nicht gefunden. 2 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit ist jetzt auch nicht so übel. Können wir damit leben? So. Mama Honu. Das gibt's nicht. So, Abpfiff. Erste Halbzeit vorbei. 60 ist 1:0 vorn. Durch Benjamin Laut. So. Weiter geht's auch schon wieder. Da wartet man nicht lang. Sofort in die zweite Halbzeit. Ich glaube aber, ich habe einen neuen Liebling fürs Mittelfeld. Einen neuen Jungspieler. So, weiter geht's. Schön spielen hier. Ja. Wollte man ein bisschen mehr machen. Aber, naja, hilft ja nicht. So, Berlin auf dem Vormarsch. 60 beißt sich hier wieder fest. Will es zumindest probieren. Ja, unsere Pässe sind heute mal wieder ein bisschen besser. Alter, aber dann so was. Dass sich der wirklich reinwirft in den Ball. So, aber unser Keeper hält den Ball fest. So. Laut. Laut immer noch. Oh. Wieder Laut. So, da wird Schulz losgeschickt. Jetzt sieht ab. Oh, leider vorbei am Tor. Er ist leider noch nicht so torgefährlich. Aber für sein erstes Spiel, muss ich sagen, freue ich mich, dass er so viele Torchancen hat. Er muss sie halt nur noch nutzen lernen. Das ist es halt. Irgendwann kriegt er das schon noch hin.
Aber da haben wir wieder einen Glücksgriff mit ihm getan. Ich dürfte mal wieder einen Scout irgendwo anders hinschicken. Die Knete haben wir ja für. So. Das gibt's nicht. Er wieselt sich mal wieder durch, der Berliner. Die geben einfach nicht auf. Die kämpfen wirklich um jeden Ball. Selbst die, die kurz vorm Aus sind, da rennen sie noch hin, holen in sich. Das nennt man Einsatz. So. Wo geht die wilde Fahrt hin? Ah, leider wieder zum Berliner. So, Kopfball. Was waren das jetzt? Irgendwelche Ungereimtheiten. Mal wieder. Ist gar nicht schön. So, 60 aber 1:0 vorn. Wir wollen aber mehr. Mehr. Mehr Tore, mehr Spaß, mehr. Hast du nicht gesehen? Alter. Geh halt zum Kopfball hoch. Das gibt's doch nicht. Gebe ich ihm schon die Anweisung. Mach einen Kopfball. Macht aber nicht. Da weigert er sich. Havler jetzt sehr weit im Mittelfeld. So, Havler zieht ab und Tor. 2:0, 60. 71. Minute. Wunderschön. Da wurde er belohnt, dass er so weit vorne stand. Ja, gute Havler. Da hat er auch diese Saison schon einige Tore geschossen. Und der wird auch momentan von Spiel zu Spiel besser. So, sie wechseln, da könnte ich auch mal kurz gucken. Wenn der Gegner nicht wechselt, dann komme ich nicht drauf. Herr Schulz sieht aber immer noch gut aus. So, Nico muss raus. Linkes zentrales Mittelfeld. Und ich habe keinen linken Mittelfeldspieler. So, aber Nico kommt rein. Markus kommt rein. Der wollte ja unbedingt spielen, deswegen darf er auch. Ein bisschen zumindest. Nicht, dass er sich überanstrengt. Der ist ja immer noch ein bisschen lediert. Aber das gefällt mir. Das ist ein Mann, der spielen will. Weil er einfach, ja, wie soll ich sagen, sofort drum bettelt, dass er wieder ins Team darf. Ah, nicht blockieren lassen. Komm, setz dich durch, Havler. Der bettelt halt wirklich sofort drum, um reingehen zu dürfen. Sofort, wenn er gesund ist. Das ist Engagement, den wünsche ich mir für alle Spieler. So, Berlin war vor dem 16er, aber mal wieder, boah, nicht unbedingt gefährlich. Alter. So, 60 wieder auf dem Vormarsch. Überlegen sich noch, was sie machen. Oh, Pfosten schon wieder. Das gibt's nicht. Ich hätte mitsehen müssen, wie oft, dass ich diese Saison schon die Latte oder den Pfosten getroffen habe. Sag mal so, da kriege ich zum locker die Hälfte von Toren zusammen, was die Saison erzielt wurde von 60. Also ab und zu hatte ich wirklich Spiele, da habe ich 4-5 Mal die Latte oder Pfosten getroffen. Tor! Stahl! Wieder mal geistesgegenwärtig da. 3:0 für unsere 60er. Für das, dass Berlin extrem gut gestanden ist, muss man jetzt sagen, Respekt. 60 hat 3:0, 3 Tore gemacht. Mittlerweile läuft es wieder. So, wollten wir mal einen Weitschuss probieren. Aber so einer kann nicht glücken. Eine Minute Nachspielzeit in diesem Spiel. Dürfte aber eh gleich abgepfiffen werden. Eine Situation noch für Berlin, die wir klären können. Glücklicherweise. So, da pfeift der Schiri ab. 60 gewinnt 3:0. Stahl, Havler und Laut waren die Torschützen. Das ist immer schön. Ich gebe zurück ins Studio. Ciao, bis zum nächsten Mal.